Tabelle, ja, fasse ich so sämtliche Artikel, die man sich in sämtlichen Supermärkten kaufen kann. Diese Liste oder diese Tabelle ist als intelligente Tabelle formatiert. Das sehen wir hier oben. Jetzt können wir uns ja hier Artikel beliebig mit dem Filter anzeigen lassen. Wir haben ja auch hier nochmal eine Textfilterfunktion. Ich möchte hier heute aber mal zeigen, wie ich aus dieser Tabelle eine Parameterabfrage erstelle mit dem Abfrageassistenten von Microsoft Query. Mache ein neues Blatt auf und hier möchte ich mir dann Artikel eingeben. Ich formatiere das hier nochmal kurz. Soll hier also die Eingabespalte sein. So, hier noch ein bisschen breiter. Und hier möchte ich dann die Tabelle ausgegeben haben. Ich gehe jetzt auf den Reiter Daten, externe Daten abrufen aus anderen Quellen. Und hier unten haben wir den Microsoft Query, den Abfrageassistenten. Und den rufe ich hier mal auf. Dann suchen wir eine Datenquelle aus, nämlich hier eine Excel-Datei. Und dann wird die mir hier auch angezeigt, meine Einkaufstabelle. Hier ist sie. Die öffne, sehen wir hier die einzelnen Spalten. Wir haben hier die Möglichkeit, also nur bestimmte Spalten zu übernehmen. In dem Fall lasse ich mir aber alle Spalten anzeigen. Gehe mal hier auf Weiter und gehe jetzt in den Abfrageassistenten hinein, um die Parameterabfrage zu erstellen. Dann sehen wir hier, die Daten werden uns hier unten angezeigt und ich blende jetzt mal hier die Leiste ein, um Kriterien eingeben zu können. Ich will Kriterien für die Artikel festlegen. Der soll also Daten ausgeben, wie hier festgelegt. Deshalb schreibe ich jetzt erstmal wie. Und ich baue jetzt hier Platzhalter ein. Und zwar machen wir das hier nicht wie üblich mit dem Sternchen, sondern mit dem Prozentzeichen und verknüpfe das mit dem Und, also mit dem Pluszeichen und öffne jetzt hier eine eckige Klammer und schließe das auch. Das sagt ihm, dass wir hier einen Parameter eingeben wollen und zum Schluss hänge ich hier nochmal so einen Platzhalter ran, sodass uns, wenn wir hier in der Mitte Werte eingeben, also Daten auch ausgegeben werden, also wenn wir einen Suchbegriff eingeben, auch innerhalb einer Wortgruppe oder innerhalb eines Wortes. Jetzt führe ich diese Abfrage mal auf. Jetzt sollen wir also hier einen Parameterwert eingeben. Ich suche hier mal jetzt nach Brot. Und dann sehen wir schon, kriegen wir hier bei den Artikeln alles angezeigt, wo Brot drin vorkommt. Ob am Ende, ja, oder in der Mitte oder vorneweg. Jetzt verlassen wir diesen Abfrageassistenten. Dann können wir jetzt die Daten importieren. Ich stehe hier in der Zelle, zeigt er mir schon an. Ich möchte die Daten nachher hier dann auch ab A3 ausgegeben haben. Jetzt gehe ich aber vorher nochmal in die Eigenschaften. Gehe hier auf Definitionen und hier unten haben wir die Parameter. Und jetzt klicke ich hier an. Ich habe ja hier Brot eingegeben. Ich möchte aber als Parameter den Wert nehmen, den ich dann hier oben eintrage. Deshalb sage ich, nimm dir hier aus der ersten Tabelle D1 und ich klicke das hier an. Das war bei veränderten Zellwerten automatisch eine Aktualisierung bekommen. Dann kann ich das bestätigen. Bestätige auch das. Und jetzt können wir die Daten importieren und lassen uns die hier an dieser Stelle ausgeben. Ich klicke auf OK. Und dann haben wir unsere Tabelle hier. Die müssen wir nun freilich noch ein bisschen formatieren. Zum Beispiel das Datum wird uns so ausgegeben, also das übernimmt er nicht so wie in der Ursprungstabelle. Müssen wir die Daten also hier nochmal ein bisschen anpassen. Hier vielleicht bei den Preisen, dass wir das dann hier als Währungseinheit formatieren. Und jetzt gebe ich hier den Suchbegriff Brot nochmal ein. Und dann sehen wir, wir bekommen hier die Anzeige für alle Brotarten oder überall für die Artikel, wo Brot drin vorkommt. Jetzt kann man, wenn man die Liste dann hier sieht, ja weitere Eingaben machen
und das weiter einschränken. Ich gebe hier zum Beispiel bloß mal Landbrot ein, dann kriegen wir halt hier nur Landbrot. Und wir sehen auch, jedes Mal wird hier die Spaltenbreite angepasst. Das gefällt mir so nicht. Ich möchte das hier lieber händisch machen. Deshalb gehe ich hier nochmal, das muss mich hier in die Tabelle stellen, gehe hier auf die Eigenschaften und hier können wir den Haken rausnehmen bei Spaltenbreite anpassen. Die anderen Haken lassen wir mal hier drin, Zellformatierung beibehalten und das Layout für die Spalte und das Sortieren filtern lassen wir auch. Oder ich mache hier noch einen Haken oder klicke das an, dass mir hier ganze Zeilen für neue Daten eingefügt werden. Bestätige das nochmal. Ich kann das hier dann jetzt per Hand hier ein bisschen breiter machen. Und so, aber dann wird nicht jedes Mal die Spaltenbreite hier verändert. Ja, ich finde, das ist eine Alternative. Das funktioniert also ohne VBA, ohne Filter oder ohne Funktion. Ebenso gut könnte ich hier mit der Funktion Aggregat und Index arbeiten und mir Daten hier anzeigen lassen. Das ist im Grunde genauso eine Filterfunktion. Aber das funktioniert eben auch hervorragend mit dem Abfrageassistenten und einer Parameterabfrage mit Microsoft Query. Okay.